Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Livestream zu Cosmodread hier in der Zockstube. Vielen Dank Hoshi, der hat jetzt gerade vorab Cosmodread via Steam gestreamt. Da habe ich auch ein bisschen zugeschaut. Super Stream Hoshi und danke für deine Überleitung. Ja, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal auf der Oculus Quest an. Wenn ihr euch fragt, was ist überhaupt Cosmodread? Ihr habt davon noch nichts vom Store gesehen. Genau jetzt in dem Moment, wo der Stream anfängt, ist es im Oculus Quest Store verfügbar. Und ich zeige euch heute meinen ausführlichen Eindruck. Heute Morgen habt ihr schon mal ein First Impression Video bekommen. Da hat übrigens der Hoshi auch ein klasse First Impression Video gebracht. Und heute steht irgendwie der Tag so im Zeichen des Cosmodread Streams. Tupac VR, ich habe ihn gerade auch schon kurz im Chat gesehen, hatte gestreamt, dann der Hoshi. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Deckel drauf mache oder ob noch jemand diese Woche heute streamt im Anschluss. Ich plane so 1 bis 2 Stunden ein, also so bis 21 Uhr. Ich muss mal gucken, wie frustrierend das ist, wenn wir immer und immer wieder sterben. Auf jeden Fall Cosmodread. Wir sind irgendwo auf einem verlassenen Raumschiff, wo irgendwo Mist gelaufen ist. Und wir haben das Ziel, dieses Raumschiff zur Erde zurückzufliegen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil die Level einmal prozedural generiert werden. Also jedes Mal sieht das Level anders aus. Wir müssen aber die gleichen Ziele erreichen. Und wenn wir einmal sterben, starten wir wieder komplett von vorne. Bevor wir jetzt aber anfangen, schaue ich noch mal eben kurz in den Chat zu euch. So, hallo Peter, Tim, der Eisvogel, Laufportal, Doc Mokos, Sheppy, Kardinal ist dabei, der Andi, Nicole, schön, dass du dabei bist, Tupac, die Carmen, der Wuffel, Fierdos, Hallöchen. Dann haben wir noch den Wolfgang, Homer, Yogi Kossi, schöne Grüße nach Oberhausen, der wohnt hier gar nicht weit von mir. Sascha ist mit dabei und ich glaube den Wolfgang, hatte ich den Wolfgang schon? Wenn nicht, hallo Wolfgang, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und ja, ich würde sagen, verlieren wir doch gar keine Zeit, oder? Ich starte direkt in Cosmodread und wie immer, wenn irgendwas mit dem Bild nicht passt, wenn irgendwas mit dem Ton nicht passt, schreibt einfach in den Chat @zockstube, damit ich das mitbekomme. Auch wenn ihr irgendwie eine Frage habt, dann versuche ich da noch während des Livestreams anzupassen. Aber ich sag mal, ich kann auch gleich wegen des Spiels ein bisschen sabbeln. Dann halte ich jetzt hier mal die Einleitung kurz, damit wir dann auch schnell zum Zocken kommen. Jetzt kriegt ihr erstmal mein Bild. So, und dann starten wir Cosmodread. Le Cosmodread. Ja, ich bin jetzt hier schon, ich habe gerade einmal kurz, kurz ausprobiert, ob es klappt mit dem Livestream. Deswegen waren wir jetzt hier mittendrin. Das ist jetzt hier so, ich sag mal, unsere Kapsel, mit der wir jetzt die Nektaris anfliegen. Ihr könnt, wenn ihr ein Spiel beendet habt und gespeichert habt, auf Spiel fortsetzen klicken. Wir machen jetzt ein neues Spiel auf, damit wir zusammen starten. Hier seht ihr, wir können verschiedene Sachen freischalten, zum Beispiel Katz und Maus, dass der Kosmonaut uns von Anfang an verfolgen wird. Oder wir könnten jetzt auswählen, dass wir ein größeres Inventar, aber eine geringere Gesundheit haben. Dann klicken wir es einfach so an, es ist aktiviert. Möchte ich aber nicht wirklich, weil ich glaube, unsere Gesundheit ist relativ wichtig. Ja, ein Spiel, was mir schon im Livestream, im First Impression Video sehr gut gefallen hat. Und ihr habt in der Zockstube die Möglichkeit, das Game dreimal zu gewinnen. Die Auflosung ist am Livestream am Sonntag. Ihr könnt Cosmodread gewinnen, indem ihr unter meinem First Impression Video, was ihr auch in der Videobeschreibung findet, das First Impression Video kommentiert. Unter den Kommentaren verlose ich 3 Keys. Ist auch mal eine Seltenheit, dass ich überhaupt an 3 Keys komme. Viel Glück und trockene Hosen. Ja, ich habe die Pants an. Hallo Bernd. Mr. Sir Captain ist dabei. Ja, gerne. Ich habe die Autogrammkarten heute losgeschickt, Lou. So. Der Game Sound ist ziemlich, laut. Dann mache ich den noch mal eben ein kleines bisschen leiser. So, falls der immer noch zu laut ist, sagt mir Bescheid. Was macht er jetzt? Cloud-Synchronisierung? Sag mir nicht, das Spiel ist schon wieder abgeschmiert. Nee. Wie ist der Sound so? Passt das oder ist das zu laut? Hallo Ogni. Okay. Ach, scheiße, wir starten mit der Armbrust. Alles klar. Muni, na komm. Ist geladen, dann haben wir hier Sauerstoff, können wir in unser Inventar packen. Wir haben hier nämlich einmal eine Sauerstoffanzeige und eine Lebensanzeige. Uns geht also hier irgendwann die Luft aus.
Das ist unser Inventar. So, die Diskette packen wir da auch mal rein. Was haben wir hier? Eine blaue Schlüsselkarte. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ist es normal, dass wir die hier direkt im Startraum haben? Ist das Bild so hell genug für euch? So, haben wir hier noch irgendwie, ich weiß nicht, wir müssen ja Ressourcen sammeln. Ich nehme mal alles mit, wir können das gleich, meine ich, in den Konverter packen. Wenn wir, ich weiß gar nicht, was das ist, was diese Zeichen bedeuten, aber ich sammle jetzt erstmal alles ein, was geht. Wegwerfen können wir immer noch. Und so, alles klar. So, was haben wir hier noch? Ja. Jetzt ist unser Inventar voll, alles klar. Ich glaube, hier können wir dann nichts mehr reißen, außer wir krallen uns jetzt mal die Waffe und dann legen wir los. Was war das? Da kommt direkt ein Blitz aus dem Teil raus. Da ist ja eine Frechheit. Müssen wir echt aufpassen. Was sagt er uns? Finde dich zurecht, erreiche den Hof. Also unser erstes Ziel ist, den Hof zu erreichen. Wir starten, meine ich, auch mit einer zufälligen Startwaffe. Warum sind hier die Türen offen? Eine Batterie können wir, glaube ich, ganz gut gleich für den Hof gebrauchen. Dann können wir eine Dose abwerfen. So. Haben wir Batterieschen. Gehen wir mal hier rechts lang. Ja, wart ihr denn gerade bei Hoshi beim Stream dabei und beim... Ich höre hier eine verkackte Drohne. Ich habe hier gerade... Boah, die Geräuschkulisse, die Leute. Rennen können wir hier gerade leider nicht. Was für eine Keycard brauchen wir hierfür? Doch, das ist blau. Die blaue Keycard, die haben wir hier. Okay. Auf damit. Zweimal Sauerstoff, das ist gut. Wie sieht unser Sauerstoff aus? Ist auf Hälfte. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Eine rote Keycard. Wir haben die rote Keycard hier. Plastikbecher weg. Okay, rote Keycard. Sauerstoff. Immer noch Dose mit Essen. Sauerstoff. Ist auf jeden Fall gut, zweimal Sauerstoff dabei zu haben. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, Chemie. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen seltener als hier Plastik. Okay, dann haben wir auch Muni. Wie sieht es munimäßig aus? Wir haben einmal Muni zum Nachholen. Aber wir können hier auch wieder hinkommen. Wenn wir gleich... Boah. Wenn wir gleich im Hof sind, gucke ich noch direkt mal zu euch in den Chat. Oh, rote Keycard können wir hier direkt einlösen. Das sieht gut aus. Das sieht nach unserem Hof aus. Judy, jetzt müssten wir hier irgendwo, was sagt er uns? Ja, jetzt haben wir die Fliege das Schiff zur Erde als Oberziel. Und dann haben wir noch so ein paar Unterziele, wie finde die Navigation, stelle die Navigationskoordinaten her. Jetzt müssen wir hier erstmal, genau, hier die Strom machen. Oh, ich höre hier schon die Viecher. So, und das, was ich jetzt gesammelt habe mittendrin, hier sowas, können wir jetzt zumindest, ich weiß gar nicht, ob wir es hier lagern können. Oder können wir jetzt, ach guck mal, die Blaupausen aus dem letzten Teil, merkt er sich. So, und dann kann ich jetzt hier schon mal Sachen reinwerfen, dass der einfach erstmal die Ressourcen sammelt. Und dann können wir ja nachher damit bauen. Gucken wir mal, was hier auf der Diskette war. Ich gucke sofort zu euch in den Chat. So, was haben wir denn hier? Blaupause erhalten. Benötigte Teile, eine einmalig verwendbare Schlüsselkarte, die jedes Türschloss unabhängig von seiner Farbe öffnen kann. Okay, alles klar. Das ist ja mal eine coole Sache. Was brauchen wir? Oh, Sauerstoff. Das ist das Sauerstoffsignal. Dann nehmen wir doch mal eben Sauerstoff zu uns. Ich mach mal kurz auf Pause und guck mal zu euch in den Chat. Vielen Dank, Sheppy. Vielen, vielen... Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Davis, vielen, vielen Dank für deine Spende. Das ist ja, mein Gott, der gönnt mir hart. Das ist ja der Wahnsinn. Bist du wahnsinnig, ey. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr geil. Das freut mich. Mega. Auch alle, die später dazugekommen sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Und Scheppi, vielen, vielen Dank auch dir für die Spende. Ist der Sound so okay? So. Pause weg. Also das mit der Schlüsselkarte finde ich schon mal gut. Und ich finde cool, dass wir die Karten, die wir schon gesammelt haben, jetzt können wir hier auf Abbruch gehen. Dann hat er die Ressourcen da immer noch drin. Na, dann sehen wir jetzt hier beispielsweise Metalle, zählt er direkt mit rein. Und wir können jetzt hier einfach die Schlüsselkarte so herstellen, wie wir Bock haben. Was ich sehr geil finde. Das heißt, wir können uns den Weg da einfach aufcraften, sag ich mal. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Ich würde sagen, lass uns doch mal hier lang. Boah. Boah. Na komm, bleiben wir erstmal hier in der Umgebung. Und gucken wir mal, was hier drumrum ist. Da ist einer. Hau ab. Mit deinem verkackten Kopf. So. Auf Wiedersehen. So. Wir haben noch einen Schuss. Was ist denn hier so am Matschen, ey? Ist das, weil ich hier drin rumlaufe? Hört sich nicht so an, als wäre was hinter der nächsten Tür. Ist das hier ein besonderer Raum? Nee, sieht nicht so aus. Chemielabor, da haben wir Buch. Taschenrechner. Taschenrechner können wir gleich in den Automaten werfen. Ja, unter dem Gesichtspunkt habe ich das Spiel jetzt natürlich bei meinem First Impression Video noch gar nicht gespielt, dass wir erstmal sammeln und in die Maschine packen können, um dann später zu craften. Also erstmal Schrott sammeln und einfach gleich in den Verwerter da reinwerfen. So, Muni. Ja, Buch. Was haben wir hier noch? Können wir noch einen Nachbarraum? Wie Kassetten, da hinten ist auch nichts. Komm, einen Nachbarraum noch, ob er. Ah, okay, das ist hier wieder ein Gang. Und in dem Raum waren wir jetzt schon. Das heißt, wir sind hier relativ safe. Ich glaube nicht, dass die einfach spawnen, oder? Das heißt, wenn wir einen sicheren Bereich haben, haben wir einen sicheren Bereich, oder? Das weiß ich jetzt leider nicht. So, aber die Sachen, die wir jetzt gefunden haben, knallen wir jetzt erstmal hier rein. Das wäre einmal der Taschenrechner. Das ist das Buch. Das ist der andere Taschenrechner. Dann nochmal ein Taschenrechner. Und ansonsten haben wir nur noch Sauerstoff und Pfeile. Alles klar. So, anomale Materialien und Energie bräuchten wir jetzt noch. So, wir. Guck mal, da hätten wir ja notfalls auch noch. Was ist das denn da? Kriegen wir hier irgendwie. Das Glas sieht sonderbar aus. Ja, komm. Wenn wir sowieso das Glas schon haben. So. Dann gucken wir mal, was uns hier weiter erwartet an dem Zweig. Ich glaube, zwei Schüsse haben wir noch. Als Notfall muss ich gleich schnell nachladen. Guck mal, wir können auch nur da oben rechts weiter. Rennen geht bei dem Spiel leider nicht. So, hier ist, und dann können wir da jetzt gleich nach links. Da ist die einzige Tür. Alles andere ist safe. Ich höre mal an der Tür, ob da was hinter ist. Ich höre nur Gematsch. Ich höre nur Gematsche. Oh. Oh. Oh, da oben, da oben, da oben. Da sind Crabs. 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 Geh zu. Crabs. Da möchte ich als erstes mal kurz meine Muni nachladen. Scheiße. Die sind da oben. Die touren da oben rum. Scheiße. Na komm runter da. Da. Alter, das sind ja Mistviecher hier. Komm. Boah, da. Ich will da nicht rübergehen, dann springen die mir nach in den Nacken, ne? Da. Verdammt, wo bist du? Wo bist du, Drecksvieh? Da. Tot?
War das jetzt wert, ey? Aber da war noch eins. Da. Wow. Wow! Alter! Ich hab keine Muni mehr. 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 Wo kam der denn jetzt her? Wo kam der her? Schön. Hau ab, Crap. Wow. Ich brauche Sauerstoff. So, wir hatten doch gerade irgendwo Muni gesehen. Ansonsten wäre auch nicht schlecht, wenn ich das Rezept. Also ich glaube halt, am Anfang kann man hier gar nicht. Kann man hier gar nicht so ohne weiteres. Ich sag mal, gewinnen. Man muss sich, glaube ich, erstmal die ganzen Kassetten und Rezepte freischalten. So, ich mache jetzt hier mal zu, dass nicht wir hier gleich die Headcrab drin haben. Oder, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Headcrab ist, aber es ist auf jeden Fall was Spinniges und das geht mir auf den Beutel. So, hier dürfte ja eigentlich nichts sein. Ich habe jetzt auch keine Waffe mehr oder irgendwas. Und ich glaube, hier lagen noch, ja genau, da waren die Pfeile. So, mit denen können wir jetzt gleich nochmal kurz die Grüßen geben. Wir haben 5 Schuss. 5 Schuss und dann ist Ende. So. Ich versuche jetzt gleich nochmal, wenn wir wieder in unserem hier Foyer sind, nochmal einen Blick bei euch reinzuwerfen. So. Hallo Netz. Netzin, vielen Dank, du bist als Patreon eingestiegen, habe ich heute gesehen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ob die Tür von selbst öffnen können, das werden wir uns jetzt gleich ansehen, Leute. Ich werde jetzt nochmal dahin gehen, wo wir die gerade verlassen haben und werde versuchen, die zu töten. Wir haben eine Headcrab, die müsste schon verwundet sein und wir haben dieses Vieh, was auf einmal hinter uns aufgetaucht ist. Oh, das hat uns verletzt. Haben wir hier irgendwie was, wo wir uns Nahrungsmittel, ich kann mir noch nichts an Nahrung oder sonst was herstellen, ne? Abbruch. Wir können Pfeile, was brauchen wir für die Pfeile? Metalle brauchen wir noch und Energie. Dann können wir uns zumindest Krachmacher, Universalschlüssel. Also wir können unsere, wisst ihr, wie man jetzt hier die Energie wiederherstellen kann? Wahrscheinlich muss ich mir da auch was craften. Irgendwie, ich hatte gerade bei Hoshi gesehen, da kann man sich so Spritzen freischalten. Das wäre natürlich obergenial. Kurze Frage an euch, seht ihr gut? Könnt ihr hier gut sehen, was ich zock? So, hier war das Vieh. Ist das irgendwo an der Decke oder kreucht oder fleucht das irgendwo rum? Ich höre doch springen. Ich höre doch. Wow! Nein! Es hat uns erwischt, weil wir nur noch ein Viertel Energie hatten. Scheiße, wir brauchen schnell ein Rezept für die Spritze. So, danke, Lou. Okay, also wir haben zumindest ein Rezept gefunden, das ist das Gute. Was können wir jetzt hier? Knappheit auf der Karte, gibt es kaum Munition, das brauchen wir nicht. Okay, ich würde sagen, Standardwaffe zufällig, schalte neue Waffen frei, indem du Blaupausen findest. Ja, im Moment haben wir noch nicht so viele Blaupausen. Also Ziel sollte sein, möglichst lange überleben, Blaupausen sammeln, die wir dann in künftigen Games verwenden können. Geil wäre es natürlich, wenn in dem in dem Fabrikator die Ressourcen noch verfügbar wären. Das würde ich mir jetzt gleich anschauen. Aber das glaube ich fast nicht. Obwohl geil wäre es, ne? Dann könnte man sich wirklich was aufbauen, obwohl man immer neu starten muss. Cool fände ich es schon. Man hört und sieht alles. Oha. So. Habe ich schon wieder die verkackte Armbrust. Ich gehe kaputt, ey. So. Aber was ja ganz nett ist, warte mal, kann ich jetzt auch Armbandhand? Ich möchte die Taschenlampenhand greifen, umschalten, Fortbewegung. Ja, ich kann, Taschenlampe ist wohl zwangsläufig rechts, okay. So, spannend. Man findet am Anfang immer eine Blaupause, was eigentlich ganz nett ist. Weil man so halt jedes Mal ein Stückchen weiterkommt. Ich packe wieder alles ein, was wir finden. Einmal Ersatzmuni. Blaue.
So, gucken wir da nochmal im Schrank, ob da irgendwie was Interessantes drin ist. Tasse. Ja, guck mal, da sind zumindest ist Plastik und Zeug sonst noch. Ja, komm, Plastik und Zeug nehmen wir mit. Plastik und Zeug nehmen wir mit. Okay. Oh, guck mal, hier können wir sogar wo rein, wo Licht an ist. Ist ja mal Luxus pur. Finde dich zurecht, erreiche den Hof. Ja, da sind wir ja gerade bei. Dafür benutzen wir jetzt hier mal direkt die Karte. Habe ich sie fallen gelassen, ne? Super cool. Ja, da sind wir schon im Hof. Alter, hört ihr das? Hinter der Tür ist was Dickes, ich sag's euch. Hier ist, da tun die uns nicht an, dass die hier was reinlassen, aber hinter der Tür ist was Dickes. Ich habe richtig jauen hören. Also es wird jetzt wieder ein bisschen anders. Boah, hört ihr das? Fuck! Alter. Ja, da gehe ich gleich schön mit der Armbrust rein. Genau. Wo ist denn jetzt hier der? Da ist hinten ist der Strom. Wo ist der Teil, wo ich die Blaupause reinknallen kann? Da. Okay, also der Raum auch immer ein bisschen angepasst. Jetzt habe ich natürlich keine Batterie mitgenommen. Ich bin so ein Ochse. Hm, verdammt. Müssen wir mal kurz eben noch in den Zwischenraum gehen. Da vorne war, glaube ich, eine Batterie, sonst wäre da kein Licht an. Ach Leute, wisst ihr, was ich ganz vergessen habe? Ich habe doch extra was für heute fertig gemacht. Vielleicht wollt ihr das gerne sehen. So, ich glaube, ich brauche da nicht viel zu sagen, was das ist und was das soll. Aber ich glaube, man sieht, ich bin ein bisschen angespannt. Boah, die Stimmung bei diesem Spiel, das ist so im positiven Sinn das allerletzte, ne? Boah, Wahnsinn. Okay, Strom ist an. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier haben an Blaupause. Blaupause erhalten. Ja, super geil, wir können eine Armbrust bauen. Das heißt, wenn wir die Scheißwaffe nicht am Anfang kriegen, dann können wir eine Scheißwaffe bauen. Super geil. Ich freue mich. Okay, jetzt gucke ich mal, ob die Ressourcen hier in dem Teil erhalten geblieben sind. Also wenn ich jetzt hier... Sieht nicht so aus. Das heißt, die Ressourcen, damit startet ihr wirklich jedes Spiel neu. Dann machen wir jetzt erstmal locker. Aber ich könnte hier schon mal ein bisschen was zumindest da rein tun. Also wählt ihr dann ein Rezept einfach aus, irgendeins, das shitty goal. Schmeißt die Sachen dann einfach da rein. Dann habt ihr das Inventar ein bisschen leer und falls ihr nachher was zusammenbauen müsst, habt ihr dann schon ein paar Ressourcen da drin. Okay, dann haben wir jetzt einmal Ersatzmunition, zweimal Sauerstoff. Wie sieht allgemein unser Sauerstoff aus? Okay. Ich will da nicht durch. Ist das hier hinter? Ich weiß nicht, irgendwo hier in dem Bereich ist das. Wow, da ist es. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Quille. Wow, das kommt durch die Tür. Wo, wo, wo? Wo ist es denn? Ja, das war ein großes Getier. Ja gut, kriegen wir zumindest direkt wieder eine Blaupause. Scheiße. So. Okay, also Blaupause gefunden. Jetzt gleich kriegen wir beim nächsten Start wieder ein... Guck mal, jetzt können wir hier unsere Startwaffe aussuchen, weil wir die Blaupause gefunden haben, können wir sagen, die Armbrust. Ich gehe trotzdem auf zufällig. Aber ich glaube, wir können nur die Armbrust kriegen, oder? Ach, guck mal, es gibt 23 Blaupausen und Textprotokolle, die wir noch finden können, wo wir dann erfahren können, was so passiert ist. Oh Mann, ey. Das Spiel ist echt ein Kracher, Leute. Das Spiel ist echt ein Kracher. Ja, das Vieh, das war heftig, oder? Und einfach durch die Tür hat er mich angeschleckert. Der Drecksack. Okay. Ah, ja, klar, wieder die Armbrust, logisch. Was sonst? What else?
Aber wieder eine neue Blaupause. Wir verarschen das Spiel, wo es dabei ist. Einfach ein paar Mal sterben, um ein paar Blaupausen abzugreifen. So, was haben wir hier? Sauerstoff. Einmal Sauerstoff. Keykarte jetzt leider hier nicht direkt am Start. Also müssen wir wahrscheinlich noch die Keycard suchen. Ich guck mal hier in den Schränken. Ich weiß gar nicht, ob... Wahrscheinlich können die dann komplett random verteilt sein. Also Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich war ein Riesenfan von Dreadholes. Also das ist ja hier vom Macher von Dreadholes, ne? Das ist hier von der Spielkomplexität was ganz anderes und vom Wiederspielwert auch. Also hier immer wieder, das kann ich mal mitnehmen, eine Batterie, können wir gleich eine Energy in unserem Hof machen. Vom Spielprinzip ist das hier eine ganz andere Komplexität und es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Boah, komm Hof, noch kein Hof. So, hier ist ja nichts. Das heißt, vor dem Raum fürchte ich mich nicht. Da können wir das Teil rausnehmen. Ein Akku. Ein Akku mit einer Restenergie ist eigentlich perfekt für unseren Hof. Weil Energie brauchen wir auch fürs Craften und um Räume zu betreiben. Und wenn man eine Batterie aus dem Teil rausnimmt, also aus dem... Da, wo man es reintut, das Energieteil. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dann, was haben wir hier? Dann geht automatisch der Strom in dem jeweiligen Raum aus. Das heißt, das Beste, was man machen kann, wenn man wirklich in einem Raum mit Strom versorgen möchte, ist da eine Batterie reinzutun, die noch eine Restenergie hat. Ja, dann halten wir es jetzt mal in der Hand. Wir haben leider unser Inventar voll. Und ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, davon haben wir kein Wort verstanden und uns... Doch, wir haben die Keycard gefunden. Wann haben wir denn die Keycard gefunden? So, hier ist der Hof hinter. Komm. Ja, da haben wir den Hof. Ich höre eine Drohne. Hier ist irgendwo im Nachbarraum ist eine Drohne. Also bis jetzt habe ich hier im Hof noch keinen Feind entdeckt. Was ja sehr cool ist. Jetzt kriegen wir hier unser neues Ding. Neue Munition. Wo können wir jetzt hier Strom? Da hinten ist Strom. So, und jetzt haben wir hier eine Restenergie. So, den tun wir jetzt da rein. So, da hinten hinter der Tür sind auch schon Monster, höre ich. Und was ich ja total beeindruckend finde, was mir gar nicht aufgefallen ist, bis es der Hoshi gesagt hat, guckt euch mal hier dieses Riesenvieh an. Das ist ein Riesenvieh einfach mit so Spinnenbeinen, keine Ahnung, was hier über uns kauert. Richtig krass, ey. Richtig krass eklig. So, mal gucken, was die Blaupause sagt. Ja, das Spiel gibt es wirklich zu einem humanen Preis. 14,99 € ist absolut, absolut gerechtfertigt. Und wie gesagt, ich habe 3 Keys, die ich euch verlosen kann. Und die ich euch verlosen werde am Sonntag. Dazu müsst ihr einfach unter meinem... Was ist das denn hier? Schiff? Tonnage schwer? Bitte macht die Blaupause, oder merkt ihr, dass wir verarschen? Braucht ihr dafür mehr Energie, um das jetzt auszulesen? Hat mein Trick nicht funktioniert? Ich lege mal eine neue Batterie ein. Irgendwie kommt mir das komisch vor, dass er da nichts macht. Vielleicht braucht er, um die Blaupause auszulesen, ein Energie. Wisst ihr da was? Also, wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt, das wollte ich gerade sagen. So, jetzt pass auf. Jetzt zeige ich mal, was ich... Du nimmst es raus. Es wird dunkel. Und jetzt packe ich da wieder einen rein, der ein bisschen mehr Energie hat. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann geht in mein First Impression Video, was ich auch in der Videobeschreibung verlinkt habe, das ist heute Morgen rausgekommen. Und schreibt da einfach einen Kommentar, dass ihr gerne gewinnen möchtet zum Beispiel. So, nee, das hat nichts gemacht, da war keine Blaupause drin. Ich fühle mich maximal betrogen. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hingehen können. So, ich habe das aber lieber an der rechten Hand, ehrlich gesagt. Ich stelle das nochmal eben um. So,
Zack. So ist besser. Gewohnter. So, jetzt gehen wir mal hier oben lang. Und es war völlig scheißegal. Das ist wieder das Geräusch, dass wir Sauerstoff brauchen. So. Ich warte noch ein bisschen. Oh, warum ist da vorne die Tür zugegangen? Ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch. Und hier mal schön aufpassen, oben bei den an den Rohren, da können diese Krabbler unterwegs sein. Guck mal, hier haben wir mal einen schönen Blick nach draußen. Da ist das Bein von dem... Oh, da ist das Bein von dem Riesenvieh. Das da. So, ich glaube, so langsam können wir mal wieder Sauerstoff atmen. So, wo lang gehen wir? Halten wir uns mal hier rechts. Also ganz ehrlich, mit den großen Viechern lege ich mich nicht mehr an. Da muss man irgendwas zur Ablenkung haben. Oh, das sieht gut aus, das sind seltene Ressourcen. Was haben wir hier? Schaltplatte, keine Ahnung. Pistolenmunition, ja, wir haben ja keine Pistole. Ist das hier irgendein spezieller Raum? Nee, ne? Ist 0815? Okay. Da ist auf jeden Fall noch mal Sauerstoff. Was ist das? Eine Granate. Sehr schön. Was haben wir hier? Auch noch mal seltene Ressourcen. Ah, jetzt kann ich das nicht mitnehmen. Was können wir denn hier loslassen? Leere... Lassen wir die hier. So. Multimeter. Also es gibt hier eine ganze Menge. Oh, eine Pistoletto. Sehr gut. Oh, 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 oh. Oh, das ist ein Raum, den wir finden müssen, oder? So, hier müssen wir Strom machen. Battery, Strom. Das ist die Navigation, glaube ich, ne? Ja, finde die Navigation. Okay, Hammer. Wir haben die Navigation. Da vorne habe ich gehört, da sind Monster, da will ich nicht hin. Oh, hier links waren wir aber schon. Das heißt, hier ist es, macht es nur noch Sinn, in die Richtung zu gehen. Bevor ich da rausgehe, gucke ich noch mal kurz bei euch in den Chat. 63 Leute dabei. Ich freue mich stark, dass wir unter der Woche auch so viele, dass wir so viele zusammenkriegen. Ich freue mich. Und ja, Yogi, ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn euch dieses Video gefällt, dass ihr ein Däumchen oben da lasst. Jetzt sag doch mal was. Ist mein Puls, muss ich irgendwie zum Arzt oder so? Ich 130. Okay. Ach, guck mal, hier vorne ist auch so eine Konsole, wo wir mal ein Kassettchen einlegen können. Ist das hier? Das ist kein spezieller Raum. Hier liegt... Wow! Das ist so ein Teil, was ich beamen kann, ne? Wie oft kann man... Boah, geht tot, ey. Oh, eine Spritze. Das ist Medizin. Das ist Medizin. Das ist gut. Haben wir hier noch? Ja, wir haben noch Munition für das Teil. Okay, ein Gegner, fertig. Schön. Batterie ist drin. Gut, gut. Ja, guck mal, wir können jetzt auch, wir waren hier, glaube ich, schon in allen verbundenen Räumen. Das heißt, hier lang wäre jetzt noch interessant. Hier haben wir nochmal Sauerstoff. Aber das macht jetzt hier keinen Sinn, das ist eine Sackgasse, ne? Okay, ja, ich würde jetzt hier gerne mehr von der Karte sehen, so ein Mist. Gehen wir nochmal hier lang. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles erforscht. Das heißt, wir können jetzt wieder zurückgehen zu unserem... Na komm, einmal gehe ich hier noch in die Richtung. Oh, guck mal, da hinten ist eine Drohne. Komm her hier.
tot. Scheiße, Pistole schon leer. Was ist das hier für eine Musik? Ja, hier waren wir noch nicht. Okay, Musik hört ein bisschen auf. Hier waren wir schon. Hier in dem waren wir schon. Aber hier noch nicht. Also, das. Wow. Das ist hier übrigens. Mann, hör auf! Ach, verdammt, das tut weh. Das verletzt uns. Guck mal, hier ist das Teil kaputt. Ich finde das hier übrigens sehr schön gemacht. Hier habt ihr eure. Hier habt ihr eure Karte, da habt ihr eure Gesundheit und den Sauerstoff und da oben eure Ziele. Das ist eigentlich sehr geil. Na komm. Können wir hier weiter weggehen oder schadet uns das dann? Nee, so geht das. Okay, das heißt, hier haben wir eine Sackgasse, aber vielleicht. Ah, hier ist nochmal Sauerstoff. Komm, dann nehmen wir das direkt. So. Ja, und wenn ihr euch für mehr Livestreams in der Zockstube interessiert, ich habe euch in der Videobeschreibung auch eine Playlist hinterlegt, wo ihr alle Livestreams, die ich bisher gemacht habe, der Zockstube seht. Und wo ich jetzt gerade mal euch hier im Livestream an der Strippe habe, wollte ich euch auch mal fragen, worauf... Habt ihr es gehört? Ist das ein Riesenvieh? Ich höre mal. Da ist was hinter, was ich, glaube ich, nicht haben möchte, oder? Was wollt ihr am Sonntag im Stream sehen? Ich hätte noch mal, also ich hätte auf jeden Fall noch mal Bock auf Cosmo Dread. Detoniert. Oder wir hätten die Möglichkeit, heute ist auch Zombieland erschienen. Wollen wir uns wagen, das Teil mit einer Granate fertig zu machen? Ich glaube, das ist so ein fettes Vieh. Tot. Gut. Also die dicken Dinger. Was haben wir hier? Das sieht speziell aus. Maschinengewehrmunition, ja toll. Ach guck mal, aber wenn ich die gleich in den Entwerter tue, dann. Boah, guckt euch das Vieh an, ey. Alter Vater. So, hier geht's noch weiter. Mein Gott, was ist denn das hier für ein Endlosgang? Und noch eine Tür. Und noch eine Tür. Und noch eine Tür. Können wir leider nicht mehr mitnehmen. Lasse ich mal hier stehen, vielleicht für den Rückweg. Als kleiner Zwischensnack. Haben wir hier irgendwie eine Kassette drin oder so? Das ist natürlich auch was, woran man sich erst gewöhnen muss bei dem Spiel. Liegen die Sachen einfach rum oder muss man auch in den Schränken gucken? Wow, da. Oh, der rennt. Stirb! Hab ich jetzt alle Munition verballert? Ernsthaft? Ist das mein gottverdammter Ernst? Nee, da ist noch. Da müssen wir aber vorsichtig sein. Boah. Ja, was machst du da? Okay. Gesundheit ist so halb. Wir haben ja eine Spritze, aber ich weiß nicht, ich möchte die jetzt nicht verschenken, ey. Nur sonst kriegen wir gleich einen Seitenhieb, dann sind wir wieder tot, dann geht es. Oh. Oh, oh, oh. So, und das ist jetzt der Moment, wo ich glaube ich sagen würde, da gehen wir jetzt mal zurück und lösen die Blaupause ein. Das ist im Moment zu wertvoll, als dass ich das gefährden möchte. Wir brauchen Blaupausen. Aber hier waren ja auch so Blaupausenautomaten auf halber Strecke. Wir müssen damit ja nicht komplett zurück bis zum Hof. Und hier der Klumpen von dem Riesenvieh bleibt, ne? War hier? Hallo? War hier? Mein
mein Gott, ist das eine Atmosphäre, ich geh kaputt, ey. Was ist das für eine Musik? Wir waren doch hier schon. Ich hau ab. Das klingt nach Drohne. Ey, wir müssen jetzt die Blaupause einlösen, Leute. Wo ist das Scheißteil? Laufe ich im Kreis? Oh, ich glaube, hier vorne ist zumindest der Hof dann. Dann sind wir. Sind wir erstmal. Hör zu. Boah, Hauptsache erstmal Blaupause eingelöst, ey. Das hätte ich mir nicht verziehen. Hoffentlich ist da jetzt was drin. Wir wurden ja schon am Anfang des Spiels ein bisschen vereiert. Wo denn? Boah, komm bitte irgendwie Heilung oder so. Sag mal. Blaupause erhalten für eine Tragetasche, okay? Metall, Organic, Plastik. Ach du Scheiße, guck mal da. Warum ist das denn hier? Tot. Boah. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Wir brauchen Sauerstoff. Ist hier noch ein Vieh. Also hier schön immer Tür zu machen, ne? Spritze. Wie kann ich die benutzen? Boah, ist da wenig drin. Okay, was ich jetzt cool finden würde, wäre tatsächlich eine Tragetasche. Ich gucke aber mal, wie viel die Munition gibt. Ich glaube nämlich relativ viel. Haben wir hier noch leere Kraftstoffzelle. Leere Kraftstoffzelle. Organic Plastic Energy. Organic und Plastik muss ich doch hier zusammenkriegen, oder? Organic. Also Tipp, was ich jetzt gerade schon so erfahren durfte, macht die Türen hier zu, sonst könnt ihr euch hier nirgendwo bei dem Spiel mehr sicher fühlen. Mal Ober zum Kotzen. Dose. Buch. Dose. So, Plastik ist das Blaue. So, dann haben wir noch Sauerstoff, das lassen wir aber mal. So, zwei Plastik und Energie brauchen wir noch. Das heißt, dafür könnte man eine Batterie nehmen. Plastik, ist da noch Plastik drin? Aber was wir jetzt auch brauchen, ist halt Munition, ne? Und eigentlich noch mehr. Ich habe gar keine Schuss mehr übrig. Also wenn uns jetzt hier irgendeiner quer kommt, da braucht man nur noch Energie für. Okay, das heißt, ich gehe jetzt hier mal in den Nachbarraum und hole mal eben die Batterie da raus. Und dann müsste es ja eigentlich schon klappen. So, haben wir sogar zwei Energie. Ich gucke sofort wieder zu euch in den Chat. So. Wenn wir noch einmal Metall kriegen, können wir sogar zweimal Muni machen, ne? So, jetzt können wir auf jeden Fall sagen, herstellen. Dann drückt er uns einmal Munition. So, komm her. Haben wir. Und jetzt bräuchten wir noch einmal Metall. Wo ist Metall? Metall. Hört ihr die Musik? Ist das Metall? Da ist Metall drin, ja. So, und dann können wir wieder losziehen. So, einmal brauchen wir noch Munition. Boah, hier hinter der Tür, da gehe ich garantiert nicht hin. So, bevor ich jetzt losziehe, gibt es noch mal einen Blick in den Chat. Wo seid ihr denn? Da seid ihr.
Genau, das steigert wirklich die Spannung beim Spiel, Sascha. Ja, Cosmophobia und Cosmodread, das ist dasselbe. Das Spiel sollte ursprünglich Cosmophobia heißen. Ach, guck mal, hier ist auch noch einmal Munition, super. Und weil jetzt so viele Phasmophobia gespielt haben, vermute ich jetzt einfach mal, dass der Entwickler sich, um sich da so ein bisschen abzugrenzen, dann dazu entschieden hat, das Game... Boah, die geben dann aber auch Gas. Jetzt habe ich nur einen Schuss hier drin. Das heißt, in der nächsten stressigen Situation gehen wir drauf. Unsere Gesundheit ist auch nicht mehr zum Besten gestellt. Das ist hier irgendwie ein wichtiger Raum, oder? Ja. Aber was ist das für ein wichtiger Raum? Wo kommt das Geräusch her? Sicherheitssperre aktiv. Fehler, unsicherer Orbit. Okay, das heißt, wir müssen hier nachher noch in der richtigen Reihenfolge. Das ist hier, glaube ich, dann... Ist das so eine Notkapsel, mit der wir abhauen können oder was? Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen Hangar, würde ich jetzt mal sagen, ist das. Gefunden. Genau, hier ist, das ist ein kleines Raumschiff, so ist das. So, wichtige Ressourcen drin. Sauerstoff geht wieder alle. Lassen wir noch mal kurz passieren. Okay, hier könnten wir noch auslesen. Aber wir haben keine Blaupause. So, Sauerstoff. Bitte lass hinter der... Okay, ist nichts. Was haben wir hier? Teleporter. Auch nicht schlecht. Da können wir, glaube ich, ein Riesenvieh einfach in einen anderen Raum teleportieren. Also haben wir gerade die Granate gefunden. Das war schon mal ganz gut. Damit haben wir einen großen erledigt. Und wenn uns jetzt gleich noch ein nächster großer entgegenkommt, dann werfen wir einfach den Teleporter auf den. So, hier sind wir im Labor, so wie es... Boah, ich bin maximal angespannt. So, hier haben wir eine Spritze, gut. Und dann können wir so richtig in uns reindrücken. So. Aber immer noch nicht voll von Energie. Also man muss hier echt aufpassen. Da ist was hinter. So, ich wechsle Munition. Da ist was hinter, hundertprozentig. Ne, ich gehe da lang. Ich guck die Tür, die gucke ich später. Also. Ist aber ganz nett gemacht, dass man dann im Prinzip durch die Türen schon hören kann. So, hier ist gar nichts da. Hau ab! Boah, 4 Schuss braucht der Dödel, ey. Überleg mal. Eine ganze Packung Munition für einen so einen 0815-Typen. Ich hoffe, das war der jetzt hier. Head, hier ist ein Crab. Oder? Ist auf jeden Fall Munition. Gut. Boah. Alter, die Geräusche machen mich fertig. Ich habe so schwitzige Finger, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ey. Boah, und dann juckt die Nase auch noch. Alles kommt zusammen, Mensch. So. Ja, und jetzt bleibt es uns nicht anders übrig als, ne? Ich glaube, wir haben noch einen Schuss. Das kann ja nicht das Vieh gewesen sein. Ich wechsle jetzt nochmal die Munition. Das wird jetzt Psychoterror, Leute. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das ist ein großes Vieh. Da, hier, hau ab. Hau ab. Wie viele sind denn jetzt hier, du? Wow, das war knapp. Das war mit dem letzten Schuss.
Und unser Teleporter ist wieder da. Ich habe nichts getroffen. Und jetzt habe ich hier gar nichts mehr an Munition. Jetzt erzähl mir nicht, dass das dafür da war, dass wir hier ins Scheißhaus kommen. Ach guck mal, wir haben hier so eine Kassette. Mal gucken, ein bisschen Story. I understand the sight outside the windows can be unnerving to some of you. Rest assured, the entity is further away than it seems at first glance. And so far it hasn't reacted to our presence. But still, those of you who feel uncomfortable working or sleeping in rooms with windows can talk to the XO. We will reaccommodate you. Okay, also die Crew, die hat hier auch schon das Raum. Oh, guck mal, das können wir auch verwenden. Die Crew hat das Vieh auch auf Munition. Hat das Vieh auch schon wahrgenommen und haben sich eingeredet, das wäre nicht so schlimm. Ist weiter entfernt, als man denkt, ja sicher. Ach du Scheiße, warum bist du, wo kommst du denn jetzt schon wieder her, Junge? Da finde ich gerade Munition und dann brauche ich sie wieder, um deinen Arsch zu töten, ehrlich. So, wir müssen gleich mal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen was zusammenkriegen. Also wenn jetzt hier irgendeiner kommt, ich bin komplett blank, ich habe gar nichts mehr. Aber guck mal, hier haben wir auch alles abgegrast, hier ist nichts mehr und hier ist auch keiner mehr. Hier haben wir jetzt noch ja, diesen Zusatz. Die schöne Drohne. Schnell weg. Also hier mache ich mal die Tür zu, da brauchen wir nicht mehr lang. Da ist nichts mehr von Interesse. Das heißt Tür zu. Hier ist kein Feind. Das heißt, hier können wir die Tür ruhig auflassen. So, da lasse ich die Tür auch auf. Zumindest ein bisschen als Navigation. Hier sind wertvolle Ressourcen drin. Munition. Scheiße, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Sauerstoff, ja, ziehe ich mir direkt rein. So, Knopfzelle. Komm, was haben wir denn? Ja, komm, dann das Audiolog muss weg. Wir brauchen Munition. Die kann ich jetzt beim besten Willen nicht liegen lassen. So. Hier rechts waren wir noch nicht. Ah, hier. Okay, wir kommen jetzt gleich wieder hier hin. Ich werfe mal eben die Sachen, die wir gefunden haben, in unseren Komposter. Und werfe da nochmal einen Blick bei euch in den Chat rein. Ja, schreibt mir doch mal. Was? Oh, du Mistkerl, du. Stirb. Wo bist du? Da. Oh. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Ey, wir haben die Tür aufgelassen, ne? Ja, schreibt mir doch mal in den Chat, ob ihr am Sonntag nochmal Cosmodread sehen wollt. Und da oben ist noch so einer. Muni. Soll ich euch mal was Lustiges erzählen, was ich nicht mehr hab? Ich habe ihn nicht getroffen mit dem Teleporting. Bin ich scheiße. Warum? Ach, ich muss das erst zünden bestimmt. Oh Mann, ey. Hau ab. Nein, ich habe eine leere Pistole aufgenommen. Hau ab. Boah. Oh. Oh. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt die Frage zu Ende gestellt? Schreibt mir bitte, ob ihr Cosmodread oder Zombieland am Sonntag sehen wollt. Boah, ey. Im Livestream. Worauf hättet ihr mehr Bock? Das war jetzt schade, da zu verballern für so ein Drecksvieh, ne? Kann ich Munition herstellen? Wir brauchen Plastik und wir brauchen Energie. Wir brauchen auf jeden Fall dann noch eine Batterie. Haben wir hier noch Plastik? Ne, das wird Metall sein. Kann ich die da noch reinwerfen? Bringen die noch irgendwas? Ne, leere Sauerstoffflaschen bringen nichts mehr. Ja, dann brauche ich das Teil ja auch nicht mehr in der Hand zu halten, die Armbrust. War jetzt zwar ein bisschen verschenkt an das Vieh, aber was soll man sonst machen? Sterben?
Ne? Ist auch keine Option. So, und ich habe jetzt die Knarre. Kann ich die Knarre hier? Oh, geht leider nicht. So. Dann brauche ich jetzt noch Energie. Ja, ich will jetzt hier nicht zu weit weg. Ich glaube, hier war ja nichts. Da sind wir hergekommen. Ist da noch irgendwo eine volle Batterie? So, bevor ich jetzt aber losgehe, habe ich gesagt, ich wollte nochmal bei euch reinschauen. Ja, Phasmo soll für die Quest kommen. Zombieland, beides, beides. Was gibt, ja, es gibt Zombieland, ist gerade rausgekommen, wird wahrscheinlich mein Video morgen früh zu kommen. Also wenn ihr euch dafür ein First Impression Video interessiert, dann kommt es morgen. Aber es ist eher so ein, ich sag mal, so ein Shooter, immer mal eine Minute und dann auf Highscore und sehr actiongeladen, also sehr nah an den Filmen, das kann ich euch schon mal, das kann ich euch schon mal verraten. Weiß ich nicht, ob das auch zwei Stunden durchgehend bockt, zuzusehen. Ich guck mich einfach nicht um. Ich guck mich einfach nicht um. Wenn mich jetzt hier einer angreift, ich habe nichts. Ich habe original gar nichts. Das Einzige, was ich machen könnte, um den Gegner abzuhalten, ist die Hose runterziehen, aber naja. Ich bin mir nicht sicher, ob Aliens das als Beleidigung verstehen. So, da ist Licht an. Hier muss Energie irgendwo drin sein. Ach, das ist der Startraum, da ist immer an, wa? Kacke. Nur kein Batteriechen, Das heißt, hier sind wir jetzt mehr oder weniger umsonst hingegangen. Was mir jetzt gerade mal so auffällt, ich gehe hier so lang und denke, ach ja, ist ja voll sicher. Aber wir haben doch das Vieh von gerade einfach wegteleportiert. Das kann doch, hätte auch jetzt hier auftauchen können. Dann hätten wir jetzt aber mal richtig in die Röhre geguckt. Schwein gehabt, Leute. Absolut Schwein gehabt. Was ist das? Was ist das denn? Das ist eine Zunge, die kommt aus der... Boah. So, wir brauchen Sauerstoff. Wie viel? Sauerstoff macht komplett voll. Das ist doch schon mal zumindest ein Lichtblick, ne? So. Hier rechts waren wir. Waren wir schon, da dürfte eigentlich nichts mehr sein. Da haben wir schon komplett erkundet. Und da haben wir auch direkt Batterie. Schön, so eine Dreifach. Da vorne im Raum ist auch Licht an. Vielleicht kann ich da auch noch eine Batterie zocken. Da ist auch noch eine Batterie. Gut, ist dann nachher, wenn wir hier durch waren, zwei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nehmen wir die doch erstmal. So. Tür zu. Dann zu unserem Crafting-Dingen. Da müssen wir. Jetzt müssen wir Munition herstellen. Das geht gar nicht anders, sonst haben wir ein Problem. So, aber jetzt haben wir Energie ohne Ende. Noch eine Batterie. Hier Dosen noch gesammelt. Richtig schön. Können wir ein paar Dosen da reinwerfen, jedes Mal 25 Cent. So. Glasflaschen nur 8 Cent, die lassen wir besser liegen. Okay. So, guck mal, jetzt haben wir. Jetzt haben wir erstmal genug direkt laden und ein bisschen Ersatz. Zack. Und dann können wir wieder auf Reise gehen. Ach, müssen wir erst. Was ist passiert? Oh Leute, oh. Da müsst ihr aufpassen.
immer schön rausnehmen. Ich glaube, ich habe mir jetzt einmal eine Ladung Munition geschrottet, verdammt. So, das reicht jetzt erstmal. Wir können zweimal nachladen. Ansonsten müssen wir halt zurückgehen oder sterben. Beides eine Option. So, und ich glaube, hier war noch ein bisschen was zu erkunden, ne? Wenn wir da links lang gehen, also jetzt hier quasi geradeaus, da waren wir noch nicht. Sauerstoff. Hier rechts ist ein riesenfettes Vieh drin. Da gehen wir nicht lang. Habe ich im Moment nichts. Oh, hier ist was. Da ist was drin. Jawohl. Das ist so ein Teleport-Typ. Jetzt darf ich nicht so viele daneben setzen. Nein. Scheiße. Ne, das war, aber hier ist eine Sackgasse. Ne, das ist jetzt hier, sind jetzt auch keine tollen Ressourcen. Das heißt, auf der Seite geht es hier nur weiter, wenn ich jetzt hier die Tür aufmache und da ist ein Riesenvieh hinter. Ich schaue euch noch mal hin. Ich habe zumindest gerade gehört, ne? Na komm, gehen wir erstmal einen anderen Weg lang, aber hier die Energie, die können wir jetzt gleich noch gut gebrauchen. So, hier scheint erstmal alles sauber zu sein, wo die Türen auf sind. Mal runter, guck mal, wir haben jetzt auch schon wieder zweimal Munition verballert, ne? Das ist einfach unheimlich viel. Da hinten in der Tür waren wir noch nicht, genau. Wir brauchen für die Bolzen jetzt noch Metall. Ich höre auch schon wieder eine Drohne hier rumschwirren. Ja, dann gehen wir noch mal zurück. Ah, da vorne liegt noch was auf dem Tisch. Ja, da ist auch Metall mit drin. Noch eine Dose, das ist gut. Okay. Da liegt auch noch eine Dose. Rein damit. Sauerstoff wird wieder knapp. So, und jetzt müssen wir wieder... Einen können wir noch bauen. Wir müssen jetzt gleich mal ein bisschen Ausschau halten nach Metall. Jetzt haben wir noch ein paar Schüsse frei. Ich gucke jetzt nochmal bei euch in den Chat vorbei. Vielen Dank, Sascha. Die Community ist echt der Wahnsinn. Die Community ist echt der Wahnsinn. Ich habe immer einen Spaß beim Stream, das ist so geil. Was haben wir denn hier? Ist das hier das Teleportteil, was da noch irgendwie zurückgeblieben ist? Okay, ein langer Gang. Ach, guck mal, hier könnt ihr ja auch sehen, wie viele noch da sind. Oh, das ist viel Batterie. Drei Batterie kann ich leider nicht liegen lassen, Kollege. So, da haben wir noch eine Tür. Terminal, eine wichtige Ressource hier. Kommt mir gerade irgendwie so ein bisschen unheimlich vor, als wenn wir schon ein bisschen zu lange überleben hier. Aber ich will mich nicht beschweren, weil sonst, da sind Pfeile. So wichtig, wir haben Munition gefunden. Vorne ist noch Sauerstoff. Wow, boah. Ey, wenn du da durchgehst, da kriegst du mal, bist einfach mal random geschockt. Hier nur eine Dose. Okay, wir können jetzt hier weiter geradeaus gehen.
vorne ist eine Spritze. Nee, das sind, was sind das denn? Explosivbolzen, sehr geil. So, da können wir dann richtig, wenn ein fettes Vieh ist, mal ein paar explosive Pfeile losballern. Das ist geil. Also dafür wird es dann auch noch Rezepte geben. Blaupausen, ne? Drei Energie, ja komm, lass uns mal. Okay, ein Verteilergang. Da haben wir wieder viele Möglichkeiten. Ich halte mich mal links. Nee, eindeutig kommen da Schritte raus. Also das könnt ihr richtig, wenn ihr euren Kopf so dreht, hören, dass die Schritte genau von da kommen. Deswegen meide ich diesen Raum jetzt mal. Hinter wird ein normales Vieh sein. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir den hier. Uns angucken. Oder haben wir eine neue Kassette, die wir uns gleich mal anhören können? So, hier rechts den Raum kennen wir schon. Gucken wir uns einmal eben hier. Die mache ich mal kurz zu, damit wir ein bisschen safer sind. Und dann gucken wir mal, was uns die Story noch bringt. So, also lesen, Leute. We found a tissue in secondary storage. It was covering all exposed surfaces, floor, walls, ja, das haben wir wohl auch schon gesehen. And was starting to spread to the nearest room. The good news is that UV light seems to kill it. So, you know, keep the lights on at all times. Yes, we're having energy limitations, but this thing spreads fast. And we don't want a bloody infestation on top of all the other problems. So keep the lights on. Okay, also diese ganzen Gewebestrukturen, die ihr hier auf dem Boden seht, die sind abhängig von Licht. Die brauchen irgendwie, oder die meiden Licht und deswegen, na komm, hauen wir uns das mal eben rein. Hier den Nachbarraum hatten wir schon. Die mögen kein Licht, das heißt, deswegen habt ihr auch nicht dieses komischen Schlabberschlatz in Räumen, wo Licht an ist. Oh, das ist hier anscheinend ein wichtiger Raum. Ich glaube, hier muss ich Strom machen. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Das ist jetzt der Sprungantrieb. Hoshi, wenn du noch dabei bist, der hat mir Event Horizon empfohlen. Jetzt weiß ich warum. Jetzt weiß ich warum. Okay, jetzt gucken wir mal weiter. Ich höre hier immer noch das fette Vieh, was hier eigentlich nur im Raum links hier neben sein kann, also links neben dem gelben, wo wir gerade nicht hingegangen sind. Das höre ich ziemlich, ziemlich akut laut. Oh, eine Blaupause, eine Blaupause. Oh. Ja, dafür müssen wir jetzt was fallen lassen. Boah, das ist da direkt hinter der Wand. Gut, dass ich da nicht reingegangen bin. Das wird ein mega fettes Vieh sein. Munition. Ach, guck mal hier, könnt ihr. Alles klar, das Teil gehört dann hier rein, ne? Denke ich mal. Können wir das da irgendwie. Ah. Guck mal, da müssen wir hier die vollen Dinger finden. Da reinstecken und dann reinschieben. Ich hoffe nicht, dass ich davon jetzt schon zu viele vercraftet habe. Haben wir noch irgendwelche unwichtigen Ressourcen hier? Ah ne, so haben wir genug Platz, wir haben ja was abgegeben. So, die sind leer, das heißt, wir müssen jetzt hier noch drei von diesen grünen Dingern als Treibstoff finden. Und ich würde jetzt erstmal davon absehen, hier genau im Nachbarraum nachzugucken. Ach guck mal, da seht ihr, einer ist jetzt grün. Dann horchen wir mal hier. Okay, kein besonderer Raum. Nochmal Sauerstoff. Mein Gott, das Teil ist aber auch riesig, ne? Munition. Ach, guck mal, wir haben noch ein volles Teil. Ah. Wir haben noch ein volles Teil und dann können wir auch die Muni mitnehmen. Ich glaube sowieso, ehrlich gesagt, nicht, dass wir das überleben, ob sich das jetzt hier lohnt, da schon den zweiten reinzupacken. Aber wir versuchen es mal. Wir gehen frohen Mutes daran.
So. Und dann können wir den hier nehmen und da reinpacken und zu damit. Computer für Blaupausen ist hier nicht zufällig. Das fände ich mal richtig geil. So, da haben wir jetzt zwei Grün. Boah, das spielt, mir fehlen echt die Worte, wie Hammer ich das finde. Also das geht jetzt gerade für mich so im Ranking auf der Quest geht das echt gerade durch. Weiß noch nicht so ganz, wie sehr und wie weit vorne, ehrlich gesagt. Aber schon echt die, oh, eine Spritze, sehr gut. Aber schon für meinen Geschmack die echt vorderen Plätze. Was legen wir denn dafür ab? Dann komm, lass mal die Muni, hier liegen, aber wir brauchen die Spritze, wenn wir uns gleich mal wieder verletzen. Ja, wie findet ihr denn das Game? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ach, in die Kommentare, ich bin auch bescheuert, ne? In, oh, wir haben noch einen. Ja komm, den bringen wir dann direkt wieder dahin. Schreibt mir doch mal in den Chat, wie ihr Cosmo Dread findet. Für 14,99 Euro, Leute. Und vielleicht müsst ihr die nicht mal ausgeben, weil ihr das Ding hier gewinnt. Also nicht jetzt hier heute, sondern die Auslosung ist am Sonntag, aber dafür gleich drei Streams, ich laber heute aber auch ein, drei Keys und zusätzlich, das kündige ich schon mal an, morgen früh bei dem Video zu Zombieland habe ich auch ein Gewinnspiel, also Zombieland könnt ihr auch gewinnen. Das heißt, da morgen früh auf jeden Fall auch mal reinschauen. So, drei. Ich gehe hier nicht in den Nachbarraum, ich sag's euch, Leute. Da ist voll die Katastrophe drin. Oder ich brauche eine Granate, da ist so ein fettes Vieh da wieder drin. Jetzt brauchen wir im Prinzip nur noch einen, so einen grünen Kanister. Sauerstoff. Gut. Ich würde gerne die Blaupause einlösen, wenn ich ehrlich bin. Ich trau mich gerade nicht. Ich möchte die Blaupause erst retten, bevor ich da die Tür aufmache. Wir kommen gleich wieder. Ich meine, hier war auch auf dem Weg wieder ein Blaupause-Automat, wo wir es reinwerfen. Ach, warte mal, nee, das ist der Raum hier, ne? Ach, das ist einfach nur ein Übergang. Boah, 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 boah. Dann können wir die Tür hier auch aufmachen. Haben wir beim nächsten Mal keine Angst. So, da hinten geht jetzt noch eine Tür lang. Da gehen wir gleich weiter, wenn ich die Blaupause eingelöst habe. Weil das ist, ich finde, unheimlich wertvoll, was man hier vielleicht über, also so ins nächste Spiel retten kann. Und selbst wenn wir gleich sterben, haben wir davon dann noch einen Vorteil. Und das wäre unheimlich schade, wenn wir mit einer Blaupause in der Tasche hier die Segel streichen würden. War da vorne so ein Blaupause-Lesegerät? Ne, das war hier nicht, ne? Da ist nur ein Durchgang, oder? Oh, der macht hier schon Geräusche. Da ist der Raum, wo ich niemals reingehen werde. Ja, ja, genau der Raum, wo der Kollege gerade nach uns ruft. Da. Noch. Was haben wir da für eine Blaupause? Komm, gib uns was Geiles. 6 Tote in neuem Weltuntergangssektenattentat. Makabrer Angriff auf ein Restaurant im Stadtzentrum. Einer der beiden Überlebenden wurde schwer und andere verstümmelte Körperteile, ein Viertel ihrer Haut wurde entfernt durch die Anwendung von... Was? Dies ist auch der dritte Angriff in diesem Monat und wie auch bei den vorherigen Anstiegen ist die Motivation hinter diesen Beschuldigte, ihn Öl ins Feuer zu gießen. Santos reagierte nicht auf diese Vorwürfe. Also die Disketten sind leider nicht immer Blaupausen. Sehr schade. Ach, hätten wir jetzt auch hier direkt. Das war jetzt ein kleiner Umweg. Auch so direkt der Nachbarraum. Da hätten wir auch direkt durchgehen können. So, aber wir gucken jetzt erstmal, was hier noch in der hinteren Ecke ist. 2 Schuss haben wir hier noch drin. Und
eine Menge Munition. Aber ich glaube, es wird jetzt gleich auch mal wieder Zeit, dass ich einen Blick bei euch in den Chat reinwerfe. Und ich glaube, das mache ich jetzt mal eben. Danke, Hoshi, dass du da geholfen hast. Ciao, Netzin. So, wir machen mal weiter. Also, was hier echt was bringt, ist an der Tür horchen. Dann wisst ihr zumindest, ob da ein fettes Vieh hinter ist und könnt abhauen. Machen wir jetzt mal. Relativ still. Ich würde sagen, da ist kein Gegner, nur dieses Gematsche. Ja. So, wähle ich mal die offene Tür. So, hier ist wieder Sackgasse. Pfeile haben wir. Das macht unser Sauerstoff. Ja, das Sauerstoffgerät könnte man schon mal. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben ein, zwei Sauerstoffgeräte in der Tasche. Das heißt, können wir durchziehen. Muni haben wir im Moment auch gar nicht schlecht. Wir könnten gleich mal mit diesen Explosivpfeilen. So. Auch hier. Ah, wieder Kassette. Bisschen Story. Aufpassen. Four more days, no visible progress with the drive repairs. Three more crew members missing as of yesterday. The infestation keeps growing. And now you come at me with what? These reports of footsteps and, quote, gurgling noises coming off from the unpowered sections. Just tell everyone to stop imagining things and get back to work. Also auch so die Story, Hoshi. Du hast echt recht. Das ist hier echt nah an Event Horizon. So, hier haben wir dann jetzt Sackgasse. Wir bräuchten noch einen so einen Behälter mit U's. Für die Turtle-Fans unter euch. Also hier ist nichts mehr. Da können wir jetzt gleich die Tür zumachen. Dass wir hier gar nicht mehr in die Versuchung kommen, hinzugehen. Hier sind natürlich jetzt noch Pfeile. Pass auf, bevor wir die jetzt hier liegen lassen, haben wir nochmal durchgeladen. Dann mache ich jetzt hier diese Tür zu. So, und da können wir jetzt lang. Ich horch mal. Ich höre nichts. Ah, guck mal, der letzte Antrieb, der letzte für den Antrieb. Oh, sogar zwei Stück gleich, Junge. Und Sauerstoff, das ist ja hier mal, das ist ja super cool. Da weiß man gar nicht mehr, dann muss ich das hier mal liegen lassen, weil ich möchte jetzt auch mal gerne gucken, was ist das denn hier für eine Granate? So, die nehmen wir mit. Dann nehmen wir einen so einen Behälter U's mit, den packen wir jetzt in den Antrieb und dann können wir den Antrieb anschalten. Ja, und wenn ihr mal sehen wollt, wie Hoshi das Ganze zockt, auf seinem Channel hat er das gerade vor mir gestreamt. Dann könnt ihr euch ja im Anschluss auch mal einfach den Stream beim Hoshi reinziehen. Wird er sich sicherlich auch mega freuen. Nein, 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 nicht runterkullern. Warum geht denn der jetzt da nicht rein? Ach, da ist ein Lehrer drin. Okay. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt alle voll. Wir haben alle gefunden. Jetzt müssten wir hier vorne den Schalter umlegen können, oder? Hier ist noch das fette Vieh. Bereit, Hebel zum Aktivieren verwenden. Okay. Das Teil gibt Gas. Bereit für den Sprung. Stelle Koordinaten, finde die Brücke, springe zurück in den Orbit der Erde. Alles klar. Ich meide noch mal so lange wie möglich es geht den Raum hier nebenan. So. Eigentlich brauchen wir jetzt hier zu dem Zweig überhaupt nicht mehr zurückzukommen. Ne? Ich gehe jetzt noch mal hier aufs Klo. Dann können wir da craften.
gleich noch mal in unserer Base, weil ich denke, dass das Teil hier. Oh, noch Sauerstoff. Komm, den Sauerstoff ziehen wir uns noch mal eben rein. Und dann nehmen wir hier das. Ist das hier Munition für eine Knarre? Ist das Pistolenmunition? Schrotflintenmunition. Wir haben keine Schrotflinte. Na komm, ich so rum, genau. Dann nehmen wir das nochmal mit. Das möchte ich gleich bei uns auch in den Komposter werfen. Die können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Ich hab's verloren. Ja, wo lang müssen wir denn jetzt? Das ist halt schade, dass hier der Kartenausschnitt so klein ist. Da vorne ist der Raum mit dem Monster, wo ich nicht rein will, wo wir vielleicht später nochmal gucken, wenn wir nicht weiterkommen und noch was brauchen. Da ist eine Sackgasse, das heißt, auch hier können wir nur da lang. Ja, und da ist unser Zuhause. Dann werfen wir mal alles rein und dann müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt keine rote Keycard gesehen. Kann sein, dass sie bei dem Monster ist. In dem Raum, aber wir haben ja auch ein Rezept gefunden, dass wir Keycards herstellen können. Machen wir mal hier, Universalschlüsselkarte. Werfen wir die Scheiße mal hier rein. Ach, die, guck mal, wir können eine Universalschlüsselkarte schon herstellen, wir haben dafür schon alles. Ja, so viel heißen Stuff haben wir dann auch nicht. Ja komm, dann machen wir das doch mal. Was können wir denn sonst noch herstellen? Haben wir sonst noch? Haben wir eine Universal-Keykarte, damit können wir jetzt gleich das rote Teil da. Habe ich jetzt hier einen leeren Platz, den ich nicht nutzen kann, oder was ist das? Guck mal, da komme ich nicht ran. Der bleibt auch... Hä? Guck mal, ich habe hier wie Bällchen, die hier sind. Warte mal. Das gibt's ja, warte mal. Ich starte, ich speichere noch mal eben. Geht das dann weg? Ich will nicht, dass meine universelle Keycard weg ist. Die bleibt da bitte gespeichert. Wie kann ich das denn sonst? Das ist hier gerade ein kleiner Bug. Seht ihr hier die Bälle auch? Speichern und beenden. So, und dann gucke ich jetzt noch mal kurz bei euch in den Chat. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, schauen wir mal. Ich gebe alles. So. Boarding, Spiel fortsetzen. Okay. Bitte lass jetzt die Keycard da sein. Das wäre jetzt ja mega ärgerlich. Keycard ist noch da. Und jetzt funktioniert auch unser Inventar wieder. Okay, Sauerstoff, das ist noch einer. Ja, wir sollten auf jeden Fall noch mehr Sauerstoff. Wir haben sehr viel Munition gerade dabei. Aber wenn wir die Karte jetzt hier einlegen, dann haben wir auch wieder einen Platz frei im Inventar. Da ist direkt ein Ficker. Was ist das für einer? Wann stirbst du denn, Junge? So, beide tot. Sonst ist hier keiner mehr, ne? So, wir haben jetzt gerade ein bisschen Munition verballert. Aber können wir uns noch... Ja, eine Keycard auf Vorrat, das wäre jetzt ein bisschen dekadent, ne? Für Munition fehlt uns... Elektronik. Ne, wir können gerade nichts herstellen. Drei Schuss haben wir am Start. Dann gucken wir mal, wo uns der Weg hier hinbringt. Erstmal die offene Tür. Was leuchtet hier? Tarnkappenprojektor. Okay. Wenn man sich vorstellt, dass man das jetzt noch alles als Blaupausen finden kann, ist ja der Hammer. So, ist nur Scheiße.
Neuer Raum mit Sauerstoff, den können wir jetzt auch mal gut gebrauchen. Den snacken wir uns mal direkt rein. Okay, und dann hören wir jetzt hier mal. Ich höre nur Gematsch, aber kein Monster. Okay. Passt. Oh, guck mal hier. Ist wieder das Riesenvieh. Nicht beachten. Was ist das? Wo denn? Da! Wo ist der Ficker? Da oben. Boah. Ja, hat uns ein bisschen was abgezogen. Eine Granate haben wir. Die würde ich gerne mitnehmen. So, dann haben wir schon zwei Granaten. Ey, ich hau mir die Spritze jetzt direkt rein. Die bringt eh nicht so viel. Ey, bevor wir gleich wegen so einer kleinen Scheiße verrecken. Ist hier was hinter? Ich höre nix. Toilette. Haben wir Munition. Sauerstoff. Was ist das? Krachmacher. Ja, komm, nimm mal mit. Sauerstoff. Wie viel haben wir denn noch? Zwei Sauerstoff reichen. Komm, dann hauen wir uns den jetzt so rein. So, auf jeden Fall ist hier eine Drohne. Hier ist eine Drohne hinter. Also auf jeden Fall mit Kopfhörern. Hier scheint nichts. Hier höre ich nichts. Ja, hier wird aber was drin sein. Crap. Tot. Crap. Alter. Blaupause. Apropos Blaupause. Boah. Ey, bei dem Spiel braucht man auch einfach mal zwischendurch eine Pause, ne? So, ich muss die Blaupause eben einlösen. Das hat oberste Prio. Ich hoffe nicht, dass das jetzt schon wieder so ein Scheiß ist. Von Story. Ich will Blaupausen. Hier können wir. Ist da vorne? Ne, ist kein Terminal, ne? Oh oh. Blaupause geht vor, aber hier vorne ist jetzt auch wieder unser Hof. Was haben wir? Komm. Dein Fleisch ist ein Fluch, dein Fleisch ist verdorben. Es spricht mit den Albträumen, es ruft das Böse in den Sternen zu sich. Du musst es loswerden, du musst anderen helfen, ihres loszuwerden. Das ist deine einzige Chance, deine Erlösung. Ist das krank, ey. Ist schon wieder ein Dude drin, oder was? Hier was hinter. Okay, das ist nur ein Durchgang. Ja, dann gucken wir uns jetzt noch mal eben hier das Direkte an. Okay, hier auch Endstation. So, und ich glaube, da mussten wir hier lang. Ja, genau so war es. Oh, hier, das ist wichtig zum Craften, ne? So, nehmen wir mal mit. Können wir mal noch wegwerfen, wenn wir es nicht brauchen. Sauerstoff ist halb. So, und jetzt rechts und dann wieder rechts. Oh, da ist noch so ein Typ, ey.
Schuss. So, was ist hier hinter? Durchgang. Und hier, und hier, und hier. Typ. Schuss. Ich habe nur noch Explosivmunition. Wir müssen jetzt gleich mal... Aber eben sind hier wichtige Sachen zum Craften. Ach, wir haben hier noch ein bisschen Story. Da ist noch einmal Muni. Komm, mit der Muni und der Explosivmuni traue ich mich erstmal ein Stück weiter. Sauerstoff. Dann gucken wir uns nochmal das Stückchen Story an, laden unsere Knarre nach. So, seid ihr bereit? I'm pretty sure the infestation is not coming from a leak of organic material in the drive, though. Or at least, if there was a leak, attention, an emergency has been reported. Please follow the instructions of the security personnel and proceed to your designated safe area. The levels aren't going down, and the infestation keeps spreading. Okay. So, es muss was anderes sein, was ihn nährt. Wow. Oh, da ist eine Sicherheitskamera. Was macht die? Wow. Junge. Kann ich da? Ja, komm, dann probieren wir es mal aus. Wow. Scheiße. Kaputt. Noch eine Impulsgranate. Munition, sämtliche Munition, aber noch ein Audiolog. So to summarize, yes, the Fobian drive malfunctioned and triggered ahead of time. And yes, our current location is unknown. Engineering is working around the clock to fix the damages and ready the drive again. And navigation is plotting a course back home. In the meantime, I ask the rest of you to keep a professional attitude. And to take advantage of this unique research opportunity. Was da? So, schade eigentlich, dass wir jetzt hier die explosive Muni schon reinpacken mussten. Haben wir hier irgendwie was Cooles drin? Nee. Nee, ich. Wow. Der soll schlafen. So. So, das heißt, wir können jetzt hier noch einmal die Muni mitnehmen und dann gehen wir jetzt noch einmal zurück zum Hof. Dann werde ich auch noch mal bei euch in den Chat gucken. Wir haben jetzt hier super viele Sachen einfach, die wir in den Verwerter packen können. Und dann können wir weiterziehen. Wir brauchen aber auf... Wo denn? Schuss explosiv. Oh oh. Dürfen jetzt nicht daneben schießen. Oder einen in den Kopf. Alles klar, wir haben jetzt. Wir haben noch einen Schuss. Wir haben noch einen Schuss. Wo kommen die denn alle her? Ja, hier, da können wir noch lang und da können wir noch lang. Ich frage mich nur tatsächlich, wo die alle herkommen, weil ich dachte, wir hätten den Raum hier schon fertig. Ich höre schon wieder eine Drohne rumfliegen. Sauerstoff. Hier ist die Drohne hinter, da gehen wir jetzt gerade nicht rein. Da ist das Klo, das heißt, wir müssen hier lang. Geradeaus. Was ist denn jetzt überhaupt unser Ziel? Stelle die Navigationskoordinaten ein, finde die Brücke. Wir haben die Brücke noch nicht gefunden. Das ist das, was jetzt gleich drückt. Okay. Wir müssen jetzt gleich noch Metall sammeln, denke ich mal, um Muni herzustellen. So können wir nicht nochmal los. So. So, hier die ganzen Granaten und so, die kann ich ja nicht ernsthaft.
kann ich da nicht ernsthaft reinklatschen. Ne? Guck mal, ich habe so viel Waffenzeugs hier, aber guck mal hier, Metalle. Ey, aber jetzt ohne Scheiß. Oh nein! Scheiße, das war unsere Munition. Ich hab. Nein. Wir brauchen Metall. Hier darf jetzt gerade keiner sein. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich gehe nochmal hier lang. Müsste alles geklärt werden. Dann räumen wir da vorne mal den Tisch ab. Da müsste ja genug mit Metall drauf sein. Oder? Dosen vielleicht ein bisschen. Ja, Tasse ist jetzt weniger Metall. Ja, wir nehmen jetzt mal alles. Ist kein Metall. Metalltasse, das ist gut. Klingt nach Metall. Da vorne, dann ist das doch bestimmt auch eine Metalltasse, oder? Metalltasse. Und da auch nochmal eine Metalltasse. Müssen wir zumindest. Da komm, dann können wir hier den Becher weg. So, und dann gehen wir jetzt mit den Metalltassen nochmal zurück. So. Metalltasse. So, zusätzlich brauchen wir aber noch, was ist das? Energie. So, da vorne war Licht an. Das heißt, da vorne ist Energie. Aber wo? Muss hier nicht eine Batterie drin sein dann? Gerade an 1000 Batterien vorbeigelaufen, wisst ihr das? Wow! Boah, das war knapp. Da ist eine Batterie. Mit 3 Rest. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen. Ups. Metall mit. Metall. Hier nochmal Metall. Ne, dann können wir das in der Hand tragen. Nehmen jetzt hier diese Dose auch noch in der Hand mit. Und jetzt geht's zurück. Boah, das Spiel ist echt heftig. Das ist richtig, richtig heftig. Und wenn wir Muni haben, dann gehen wir jetzt gleich wieder da unten in den linken Flügel rein. Gucken wir mal, was wir da noch beschicken können. Höschen. Energie. Okay. Herstellen. Erst rausnehmen. Herstellen. So, dreimal Munition. Einmal können wir ja schon einspannen. Ein Fall war noch drin. Zack. Okay, ich gucke nochmal bei euch vorbei. So, ja, ich freue mich, dass noch so viele dabei sind. Unter der Woche und dann jetzt auch nicht mehr so zur ganz frühen Zeit. Sauerstoff. Okay. So, und jetzt können wir hier mal weiter auf die Suche gehen. Also im Prinzip, wenn ich das. Na komm, wenn ich das richtig. Wenn ich das richtig verstehe, müssen wir jetzt die Brücke finden, die Koordinaten eingeben und dann sind wir durch. Alter! Hier Schuss. Oh, Energie ist scheiße. Da ist eine Drohne hinter. Gehen wir durch die Nachbartür. Eine Spritze wäre jetzt gar nicht schlecht.
hier in dem Raum, das ist der Raum, wo einfach auch die Viecher aufgetaucht sind. Da hinten ist die Drohne. Ja, zum Glück recht gehabt. Noch eine Grenade. Boah, wir bomben hier gleich alles weg. Komm, Spritze. Komm, Spritze, keine Spritze. Das ist unser Ende, dass hier keine Spritze ist. Dafür bräuchten wir auch die Blaupause, das wäre nicht schlecht. So, Muni nachladen. So. Ja, wir müssen da jetzt durch, das hilft ja alles nichts. Ist der? Der ist genau da. Der ist genau da hinter der Tür. Und hier ist auch noch ein Monster hinter. Pass auf, dann. Explosive Granate. Leuchtgranate. Krachmacher. Pass auf, dann probieren wir das jetzt mal auf die sichere Art und Weise. Wir machen hier einen Krachmacher hin. Da ist definitiv eine Verbindungstür. Jetzt rennen die da hoffentlich hin. Projiziert ein Tarnfeld, das den Benutzer kurz. Ja, pass auf, dann machen wir den so. So, hier ist die Brücke. Wir sind an der Brücke. So, das heißt, guck mal, die Monster hier war auch wieder so ein fettes Monster. So, stelle die Navigationskoordinaten ein. Dafür brauchen wir jetzt aber erstmal Strom für das Teil, ne? Pfeile, wichtig. Boah. Ey, mein Puls muss auch einfach dauer durch die Decke gehen. Ich habe gerade. Nein. Nein. Oh, oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's richtig knapp. Jetzt, wir sind tot. Ich glaube das nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaub's nicht. So, da seht ihr mal hier das gesamte Schiff. Wir haben wirklich alles gefunden. Wir hätten jetzt noch die Koordinaten einstellen müssen, Gas geben müssen und dann wären wir rausgekommen. Verdammte Axt. Und dann kommen zwei Monster. Scheiße. Entschuldigung, aber... Ja, mal gucken, was haben wir denn da für Vorteile fürs nächste Mal freigeschaltet? Wenn wir jetzt ein neues Spiel starten, wir können sagen, vermasselte Wiederbelebung, stark reduzierte Gesundheit, was soll das denn? Dann können wir sagen, größeres Inventar, dafür geringere Gesundheit, Monsterbefall auf dem Schiff, also mehr Monster wahrscheinlich, Katz und Maus, der Kosmonaut läuft los, alle Waffen und Munition durch Granaten und Fallen ersetzen und... Auf der Karte gibt es kaum Munition. Ja, und dann können wir boarden und es geht wieder los. Aber ich denke, das ist heute für den Stream ein bisschen zu viel gewollt, jetzt nochmal einen Anlauf zu wagen. Deswegen würde ich vorschlagen, ich komme jetzt nochmal eben schnell zu euch. Wenn ihr von mir was wissen wollt, dann schreibt mir das doch bitte in den Chat. Und dann, wenn ihr Lust darauf habt, können wir ja am Sonntag nochmal einen Anlauf versuchen. Ne, da würde ich jetzt auch mal gerne wissen, ob ihr daran interessiert seid. Schreibt mir in den Chat, ob ihr am Sonntag gerne die Fortsetzung sehen wollt, ob wir dann die Flucht schaffen von diesem Raumschiff. Die Szene hatte gerade was von Mixed Reality, schreibt der Ogni. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, was du genau meinst, weil ich das gar nicht gesehen habe. Ne? So... Ja, wie hat euch denn der Stream gefallen und wie gefällt euch allgemein das Spiel? Würde mich natürlich brennend interessieren. Schreibt es doch mal in den Chat rein.
Und während ich darauf warte, dass ihr was in den Chat schreibt, ein kleiner Hinweis. Am 3.4., das ist Samstag in einer Woche, gibt es abends um 21 Uhr die Oculus Quest Show mit den... Ja, mit den bekanntesten Oculus Quest YouTubern, die ihr so kennt, alle mit dabei. Und wir machen eine gemeinsame Show, um euch zu zeigen, was sich in den letzten Monaten so auf der Oculus Quest getan hat und euch einen guten Überblick zu geben. Also da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Puls 129, ich glaube, der geht jetzt auch so schnell nicht runter. Der geht jetzt auch so schnell nicht runter, Leute. Ich freue mich auch mega auf die Quest Show. Ich freue mich auch mega auf die Quest Show. Ja, Leute, ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, dann weise ich nochmal darauf hin. Am Sonntag gibt es noch einen Livestream. Ich bin jetzt richtig angetriggert von dem Spiel. Ich möchte jetzt mit dem Raumschiff abheben. Wir waren so kurz davor. Wir waren wirklich so kurz davor. Und dann kommen da zwei Monster, eins von vorne, eins von vorne. Ich weiß gar nicht, wo die herkamen. Die müssen neu gespawnt sein. Ey. So ein Scheiß. Und dann machen wir Sonntag nochmal einen Anlauf, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, morgen früh gibt es Zombieland auch mit einem Key zu gewinnen. Und für dieses Game, also Cosmo Dread, gibt es 3 Keys. Also insgesamt am Sonntag gibt es die Verlosung von 4 Keys. Ihr könnt jeweils am Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr auf dem Channel guckt, wo das First Impression Video ist und da einen Kommentar drunter schreibt. Rein theoretisch reicht schon. Ich möchte gewinnen. Ja, Fragman ist bei der Quest Show dabei. Super cool. Ja, Leute, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen schönen Abend zu wünschen. Ich werde jetzt gleich nochmal eben auf 5 Minütchen in den Discord kommen. Also wenn ihr Lust habt zu quatschen, ich habe wirklich nur so 5 Minütchen Zeit, dann kommt doch auf den Discord der Zockstube, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr jetzt im Anschluss ein Programm sucht, was ihr so auf den Abend gucken könnt, dann habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt die Playlist mit allen Livestreams der Zockstube. Da könnt ihr euch dann gemütlich mal ein 2-3 Stunden Livestream angucken, also über die First Impression Videos hinaus eben mal einen ausführlicheren Eindruck zu allen möglichen Spielen auf der Oculus Quest. Sind, glaube ich, auch inzwischen knapp 30 Videos. Und ja, wie der Ogni auch schreibt, Tupac hat das Spiel heute schon gestreamt, der Hoshi hat das Spiel heute schon gestreamt. Da würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und vielleicht sprechen wir uns ja jetzt gleich auf dem Discord. Macht's gut und bis gleich, Leute. Bleibt gesund. Morgen früh Zombieland nicht verpassen. Kommt direkt ganz früh raus. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Und danke für die Spenden, Mensch. Habe ich das richtig gesehen? Da hat gerade jemand 55 € gespendet. Vielen, vielen Dank. Super cool von euch. Ciao, ciao.